Non. Dahin. Also du kannst langsam auch mal nachrücken. Non. So, von da hinten wirst du auf keinen Fall das UFO da treffen können. Also, wir wollen nicht auf das UFO schießen, aber ich denke mal, hier irgendwo werden auch die Aliens sein. Du, keins. Lauf dahin. Keine Bewegungspunkte. Okay, so, jetzt müsste aber langsam was passieren. Außer die verbunkern sich. Es ist immer noch die Frage, wie gut die KI ist von den Computergegnern. Weil das ist immer mit das Schwierigste zu programmieren. Und gerade bei solchen Halb-Indie-Titeln ist das so eine Sache. Warum kannst du da nicht hingehen? Achso. Ducken. Du, dahin. Kein Gegner. Du bleibst stehen. Du. Du bleibst auch mal stehen, wenn du schießen kannst im Notfall. Du gehst um die Ecke. Kein Gegner. Dann bleibst du erstmal da stehen und wartest. Und der Rest rückt nach. Kann ich gleichzeitig... Oh, sehr schön. Das war mit einer der Zeitkiller überhaupt im Originalspiel und auch in ein paar der Klons, dass man die Einheiten nicht gleichzeitig bewegen konnte. Das heißt, du musst es wirklich jeden einzeln bewegen lassen, dann zum nächsten gehen und so weiter. Hier kann ich theoretisch... Warte mal, kann ich mit 1, 2, 3 durchschalten? Ja. Ich könnte jetzt 1 drücken, Doppelklick hierhin, 2 drücken, Doppelklick hierhin, 3 drücken, Doppelklick dahin. Und da würden alle gleichzeitig zu diesem Punkt laufen. Das macht das Nachrücken wesentlich schneller. Schon mal sehr schön. Allgemein habe ich bisher einen sehr guten Eindruck von dem Spiel. Also ja, es fehlten ein paar Wiki-Einträge und ein paar Sachen, die sind nicht so ganz super ausgebaut. Aber ansonsten, sauber, sauber. Gucken wir noch, wie die Forschung aussieht später. Und wie gut das mit dem Kämpfen wird, weil bisher haben wir noch keine einzigen Außerirdischen gesehen. Was ja doch ein wenig komisch ist. So, normal. Du gibst Deckung. Du rückst nach. Vielleicht sind sie auch schon längst über alle Berge. Was war das gerade? Du hast irgendwo für Bewegungspunkte verbraucht. Hm, okay. Du bist ein Sniper, du solltest eigentlich da sein, wo er ist. Das heißt, du kannst mal aufrücken. Du gehst dahin. Drehst dich. Drehen kostet 3 Bewegungspunkte. Also wahrscheinlich je nachdem, wie viel man sich drehen muss. Gut, müssen wir uns auch merken. So, du dahin. Du. Wir haben nicht besonders viel Platz für die Scharfschützen. So, Ende. Wo versteckst du dich? Oder ihr euch? Das Ding soll ja nur leicht angeschlagen sein. Das werde ich mir für die Zukunft auch mal merken. Ob die Raumschiffe wirklich anders aussehen, je nachdem, was für ein Bericht da kommt. Also wenn es jetzt leicht beschädigt ist, sieht es so aus wie jetzt. Wenn es schwer beschädigt ist, wäre jetzt noch ein riesen Loch drin oder ein Teil fehlt oder so. Das wäre sehr stylisch. So, du deckst bitte die Richtung weiter ab. Du deckst die Richtung ab. Du deckst hier ab und du stürmst einfach mal da ran. Da wird der Eingang sein, ne? Jo. Ach, das ist ein extra Raum. Okay. Vorstürmen, Jungs. Geronimo, Geronimo. Du kannst, glaube ich, auch langsam da weg. Du solltest dich mal hier hinstellen und einfach in die Richtung gucken. Später. Damit wir sicher sein können, dass keiner sich von hinten anschleicht. So, Ende. Oh, oh. Irgendwo schießt irgendwas auf irgendwen. So, genau. Du solltest nach da gucken und dich duken. Also eher so, dass ihr den ganzen Bereich abdeckt, okay? Fog of War, auch sehr schön, dass es den wirklich gibt und sich Gegner anschleichen können. Du. So. Hast noch 20 für einen Snap. Du bist ein Scharfschütze. Du solltest hier gar nicht mit vorstürmen. Du bist auch ein Scharfschütze. Du solltest auch nicht mit vorstürmen. Du darfst vorstürmen. Dahin. Du bist ein Heavy, du bist ein Heavy, du bist kein Heavy. Du darfst damit hin. Du dahin, auch wenn du nicht schießen kannst. Nächste Runde kannst du es.
So. Und ein Heavy hier vorne noch mit hin. Das heißt, wir haben jetzt drei Standardtypen. Ein Heavy, zwei Scharfschützen, noch ein Heavy hier und ein Sniper, der noch da deckt. Schuss. Mehr Schüsse. Das ist komisch. Wir haben bisher noch keinen einzigen Zivilisten gesehen und hören trotzdem immer wieder Schüsse. Du, geh mal dahin. Wie viel hast du noch? 37. 25 Duken. So, du bereitest dich vor, da mal reinzustürmen. Du ebenfalls, du ebenfalls. Der Rest sichert hier den Bereich. Also, dahin. Dahin. Du, Duken, du, Duken. Du sicherst weiter das alles hier. Du sicherst alles nach da. 1, 2, 3, 4, 8, okay. Wir haben nirgendwo jemanden. Oh, 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 oh. Der Schuss ging auf uns. Ich habe sein Projektil gesehen, ganz kurz. Ja, da. Sniper Beta blutet von einer Wunde. Sieht aber keinen Gegner. Das ist nicht schön. Normal. Zielsuchend. Und die Jungs hier müssen jetzt einen Gegner aufdecken. Damit der Rest drauf schießen kann. Aber wir sehen nichts. Das ist echt komisch. Hier geht jetzt doch noch nicht rein. Wir müssen hier erstmal einen Alien töten. So, du dahin. Nach da sichern. Du. Du. Guckst nach da. Falls was rauskommt. Burst. Ende. Der wird abgeschossen. Ha. Also wir sehen Schüsse hier im unteren Bereich, aber kein Alien. Wieso kann der auf uns schießen und wir sehen ihn nicht? Oh, der blutet schon wieder. Du. Inventar. Hauptwaffe weg. Backpack hin. Backpack benutzen. Auf dich selber. Auf dich. Kannst du dich selber nicht verarzten? Ein TU, ein Hitpoint. 30 von 31. Was? Okay, so geht das wohl nicht. Du dahin. Ah, das Hin- und Herwechseln braucht auch TU. Nicht schlecht. Du lauf dahin. Du wechselst. 11. Kannst du diese Runde... Oh. Ich glaube, ich habe ihn gerade beworfen. Ja. So war das nicht geplant. Also du... Burst. Du... Irgendwo hier ist er. Du versteck dich mal dahinter. Snap in die Richtung. Der Rest muss ich irgendwie hinbekommen. Schießen sie sich gegenseitig ab? Hört sich ein bisschen danach an. Schuss, Schuss, Schussgeräusch und dann... Du, geh mal gucken. Nee, nicht weiter. Normal reicht. 30, 30. Burst. So, du. Verarzte den mal bitte. Ah, okay, er verarztet wirklich. Aber es sieht aus wie ein Angriff. Ist aber keiner. Bluten tut er nicht mehr. Sehr schön. Nochmal. Nochmal. Müsste jetzt voll sein. Okay. Oh, ich glaube, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Und irgendjemand von uns hat geschossen. Wir sehen allerdings nicht, was passiert. Das finde ich jetzt ein wenig ungünstig gelöst. Weil wir schießen gerade mit Reaktionsfeuer. Das heißt, wir sehen den Gegner. Und da sehen wir auch das Symbol dafür, dass wir den Gegner sehen. Dann würde ich ihn auch ganz gerne sehen und nicht diesen Hidden Movement Bildschirm sehen. Oh. Oh, da ist jemand tot. Und da ist der Gegner. 5% Chance zu treffen.
Aber wir schießen wahrscheinlich häufig genug, oder? Yeah. Und da ist der Haken. 38, 44. Suppressed. Oh, okay. Das ist so eine Art Statusveränderung. Das heißt, er ist festgenagelt durch die Schüsse. Du mach mal... Achso, das sieht man gleich damit. Wo ändert man den Schussmodi? Ich würde gerne auf die schießen. Ah, mit rechter Maustaste, okay. Also jetzt kostet es 42, jetzt kostet es 52, jetzt 62. Sieht man auf dem Cursor. Also 52 ist okay, schieß. Knapp daneben. Du. 60, schieß. Ah, tot. 1 zu 1, ne? Nicht schön. Du. Also eigentlich sollten wir mehr von denen umbringen als die von uns. Das ist jedenfalls so der Plan. Du, geh mal rein. Und der Rest? Du, guck mal nach da. Der Rest wartet mal eine Runde. Hören tun wir schon mal nichts. Obwohl, der könnte was gehört haben. Er hat sich so komisch bewegt, aber gab keine Nachricht. Na gut, du gehst erstmal in die Richtung. Du gehst so, dass du immer eine Gegenüber hast zum Bursten im Notfall. Du ebenfalls. Sniper halt in Deckung. Er hat übrigens nicht maximale HP wieder zurückbekommen. Das heißt, er ist immer noch angeschlagen. Das heißt, man kann nicht einfach so alle Soldaten wieder auf Maximum hochpushen. Was ich schon mal sehr gut finde. So, einfach Ende der Runde. Also ja, es baut schon sehr Stimmung auf, dass man jetzt so nach und nach vorschleichen muss. Vor allem, weil wir auch im Ironman-Modus spielen. Da überlegt man sich ja alles zweimal. So, warum kann ich jetzt nicht nach oben scrollen? Komisch. Eins. Okay. Das ist der Moment, dass der Tudi gerade rumspinnt. Du, geh mal dahin. Du. Dahin. Ah, okay. Du, guck mal rein. Und da ist auch gleich einer. 61 hast du nicht. 51. Oh, zwei Stück. Kannst du noch irgendwie weggehen? Jo. Du, Burst-Modus. Lieber Deckung suchen. Du... dahin einmal schießen. 42, nein, Normalmodus. Angeschlagen, okay. Und du kannst nicht mehr weg. Das ist nicht schön. Kannst die Tür wieder zumachen? Nein, kannst du auch nicht. Oh, okay. Er ist gleich tot. So, du kannst ihn nicht mehr drehen, du kannst ihn nicht mehr drehen. Okay, du lauf dahin. Du lauf dahin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben die letzten Aliens sind. Du lauf dahin. Ende. So, wir haben wieder Hidden Movement, das... Nee. Oder wollen sie damit zensieren, wie unsere eigenen Soldaten in Stücke geschossen werden? Das tut's nämlich gerade. Und Tür ist wieder zu. Und er blutet nur. Ah, okay. Also, du, dahin. Du, I. Und Backpack aktivieren. Heilen. Sehr gut, du guckst in die Richtung, duckst dich. Du stellst dich davor. Zielst dahin. Du stellst dich davor. Zielst dahin. Auch wenn beide keine Aktionspunkte über haben. Also wir müssen jetzt echt hoffen, dass sie diese Runde nicht rauskommen. So, du gehst da. Du bist auch ein Sniper. Was ist das hier eigentlich? Quick Grenade Slot.
Wir können auswählen zwischen explosiv, grün und weiß. Wo ist der Unterschied?